Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Fanatiker, zu dem Fratz-Fanatik-Tag am Freitag. So, und diesmal seht ihr schon hier Daisy. Und ich hab schon 15 Spielstunden oder so, bin halt ein paar Mal wieder verreckt, ist ja normal, hoffe ich doch. Und das habe ich mir jetzt hier erspielt, den Tapir. Beziehungsweise, ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, das Equipment habe ich von Marvin bekommen, weil der aufs Airfield wollte. Muss ich gleich mal gucken. Ja. Daisy ist ja so ein Zombie-Survival-Shooter, so wie Abenteuer und so. Letztes Mal habe ich ja gesagt, dass ich das dann mache. Und, hier steht es auch schon. Ja, ist in der Pre-Alpha. Ich glaube, in der Pre-Alpha. Early Access Alpha, genau. Und, ja. Ist created by Dean Hall. Dann würde ich sagen, spielen wir mal. Suchen wir uns ein. Oh. Oh, scheiße, das hat so einen Server gefunden. Ich hoffe, da ist nicht Nacht. Und sind noch nicht allzu viele Spieler. Ich glaube, ich bin nämlich in der Nähe vom Airfield und so, aber ein bisschen Action schadet ja auch nicht. Okay, krasser Lex. Ich habe erstmal 30 Frames. Boah, das ist ekelhaft. So, mit Enter kann ich die Dingens. Warte, ich muss mal kurz Grafik. Wenn ich stelle ich für die Aufnahme noch ganz kurz. Aber das sollte eigentlich gehen. Ich hoffe, ihr kriegt keinen Augenkrebs. Ich bin jetzt irgendwo im Wald. Was habe ich denn in meinem Rucksack? Also hier mit Tab Inventar öffnen. Ich habe eine SKS. Warte mal. Okay, habe ich noch kein Visier drauf. Dann eine Pistole. Habe ich, glaube ich. Habe ich keine Munition drin, meine ich. Dürfte ich keine Munition drin haben. Was ist das da? Okay. Hier noch so einen krassen Helm. Noch eine Pistole und so. Ah, ich glaube, ich habe da ein bisschen was von Marvin, aber mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie so machen. Ich zeige halt ein bisschen die Welt und so. Das Ganze kann ich natürlich nicht zeigen. Und wie sieht's denn aus? Oh, ich bin alles fest, hab keinen Hunger und so. Ich gehe mal in die. Am besten looten wir und gucken, dass hier nirgendwo Zombies oder derartige feindliche Einheiten sein können. Ich habe hier meinen Baseballschläger, meinen krassen. Hier. Ah. Ich glaube, auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall immer neue Sachen werden eingefügt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Immer neue Dörfer und so, es entwickelt sich immer weiter. Zum Beispiel wurden, glaube ich, vor kurzem zwei neue Dörfer oder so eingefügt. Aber ich kenne mich halt mit der Karte gar nicht aus. Wenn wir jetzt Marvin dabei hätten, würde es richtig krank abgehen. Der kennt sich nämlich richtig krass mit dem Spiel aus. Der weiß, dass es in solchen Häusern zum Beispiel gar kein Loot gibt und sowas. Und wo man halt den besten Loot findet. Aufs Airfield möchte ich jetzt nicht gehen. Ich habe nämlich keine Lust zu sterben. Da haben wir Schuhe zum Beispiel. Wir haben Low Hiking. Und das sind Jogging-Shoes. Ne, ich nehme Low Hiking. Ist cooler. Das ist cool. So, wenn da eine Schaufel. Essen wir. Oh, das ist eine Paprika. Ist die Green Bell Pepper. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Kann man die noch essen? Ach, ich nehme es mal mit. Oh Gott, ich habe was gehört. Ich mag keine Geräusche. Komm zu die Tür. Lol, das ist aber ein großes Wohnzimmer. Mit Essenszimmer. Boah, geil, warte. Da ist. Was kann man da alles zapfen? Kann ich nicht, ups. Da ist noch was. Das ist eine. Ich habe eine russische.
ist ja, glaube ich, irgendwo in Russland. Ich weiß noch nicht wo. Und wie immer kann man die Tür hier nicht aufmachen, oder? Nee. Dann gehen wir wieder raus und gucken mal woanders. Wenn ich jetzt ungefähr wüsste, wo ich bin, würde ich halt in eine größere Stadt gehen oder so. Aber das Problem ist. Oh. Das Problem ist, ich kenne mich hier mit der Map gar nicht um, deswegen stapfe ich hier mal hier umher. Da war ich noch nicht drin. Da würde ich gerne rein. Komm mal rauf. Also mit F kann man mit Sachen interagieren. So. So ein schönes Hütchen. Okay. Lol, da ist die Tür auf, das heißt, da war erst schon mal jemand vor kurzem. Das macht mir irgendwie Angst. Das macht mir Angst. Okay, ich bin dumm. Ich bin richtig strohdumm. Dümmer geht's gar nicht. Ja, komm mal. Ich war nämlich gerade eben in diesem blöden. Los, spring rüber. Ich war nämlich gerade eben in dem Haus. Da war ich, hä? Eben, da war ich doch gerade drin. Aber ich bin so dumm. Gehen wir mal zu dem Haus rüber. Und ich darf auch den Part nicht so lang machen, weil ich's, das heißt den Part, den Fratzernachmittag, weil ich's wieder mal am Freitag aufnehme. Habt ihr ja beim Montag bzw. Mittwoch-Video schon gesehen, dass ich's nicht geschissen bekomme. Sachen am selben Tag aufzunehmen und dann hochzuladen. Deswegen ist das da nochmal essen. Tomato. Oh, die ist pristine. Lecker. Lecker. Lecker, lecker. Kann man das aufmachen? Nee. Noch eine Hose. Ich hab ne. Nee, da finde ich meine cooler. Sorry, meine ist cooler, sorry. Oder. Ja, da ist noch was, da gehe ich mal hin. Oh Gott. Das wäre jetzt zwar irgendwie voll interessant, wenn ich jetzt auf Spieler treffen würde, weil ich das sowieso voll selten tue. Aber irgendwie auch uncool, wenn ich dann sterbe. Aber naja. Gehen wir mal da rein. Ich glaube, Marvin hat gesagt, dass es in den Häusern sowieso nie Loot gibt, aber ich habe Hoffnung. Da ist was. Okay. Warte mal, wie duckt man sich nochmal so? Ne, das ist nix. Okay. Die hatten ja wohl auch noch keine Flachbildfernseher. Die Armen. Komm, mach den Scheiß auf. Dann halt nicht. Ich pack hier ein bisschen oben. Ich muss sagen, ich mag die First Person, die Third Person Sicht mehr irgendwie wegen der Übersicht. Aber es ist halt, wie gesagt, durch Häuser laufen ist ein bisschen kacke manchmal, aber irgendwie mag sie trotzdem viel mehr, die Sicht, wo ich jetzt auch gerade habe. Dann sprint ich mal hier rum. Und wenn ich jetzt noch irgendwas Gescheites finde, loot ich das. Und wenn nicht, lassen wir es. Dann war es das natürlich für den. Oh Gott. Ist nicht so schön mit den Frames. Ich hoffe, es stört euch auch nicht so. Und wenn ich jetzt Grafik umstelle und so, das wird doof. In der Richtung ist ja gar nichts, nur Wald. Ist echt zum Kotzen. Hallo. Ah, ich glaube, daran kann ich mich jetzt erinnern. Oder? Ich weiß gerade gar nicht. Aber naja. Ich laufe jetzt einfach mal am Weg entlang. Dann schauen wir mal. Ja, was ich noch erzählen wollte, ich gehe jetzt, ich nehme es am Freitag auf. Ich gehe jetzt am Sonntag in Urlaub, so morgens früh. Das heißt, ich muss jetzt heute und morgen dann für den ganzen, also für die ganze Woche vorproduzieren. Das heißt, nehmt es mir nicht böse, wenn mal ein Video nicht kommt oder so. Muss ich mal gucken, ob ich das vorproduzieren schaffe. Das wird relativ interessant.
Ja, mal gucken. Ist echt scheiße, wenn man sich vorher keine Gedanken macht, über was man reden könnte. Ja. Deswegen finde ich so, irgendwie finde ich es echt scheiße, dass Marvin nicht da ist, weil er auch gerade im Urlaub ist. Weil mit dem macht Daisy richtig viel Spaß. Aber ja, oder halt allgemein, Daisy macht halt alleine keinen Spaß so wirklich. Manche finden es vielleicht lustig, aber ich nicht. Ich habe Angst. Lol, irgendwie sehen die Bäume gerade mega komisch aus. Naja. Ich glaube, das wird irgendwie nichts mehr mit dem Finden. Naja. So, jetzt laufe ich einfach mal den Weg da nochmal da vorne entlang. Da vorne wird es bestimmt irgendwas sein. Ey, ohne Witz, ich sollte die Karte mal auswendig. Jetzt kann er nicht mehr sprinten. Ich sollte die Karte mal auswendig lernen. Da vorne ist was. Ah ne, nur so ein Holzscheiß. Dingsens. Brauche ich nicht. Diese Geräusche. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Sprachchat wäre, wenn einer kommt und mit mir kommunizieren will. Mann, Alter. Kann jetzt nicht wahr sein. Okay, ich glaube, das. Ich glaube, ich beende den Fazonati-Tag jetzt hier, weil sonst wird er auch zu lang und so langweilig, weil ich jetzt eh nichts finde. Ich könnte jetzt hier nochmal ein bisschen. Also, es gibt hier natürlich Waffen. Hier haben wir so ein M4. So kann man noch Upgrades finden. Und, dann. Alter, das soll mal aufhören zu atmen. Dann hat man hier noch. Okay, da habe ich 0% drin. Das ist jetzt komisch. There's nothing left. Dann raus damit, Alter. Okay. Dann halt hier Speed. Das heißt, das Geilste ist, die haben hier nicht ihre originalen Namen, sondern heißt hier Spite und nicht Sprite. Wegen dem, damit es kein Product Placement ist, denke ich wahrscheinlich. Lol, hier sind noch keine. Auch leer. Ah, ich habe hier Munition für. Ist das meine Pistole? Ja. Da kann ich noch einzeln nachladen. Ja, und dann. Ja, Rucksäcke kann man finden. Dann vorne in dem Haus haben wir noch so Sprayflaschen gefunden. Ah, das ist noch Magazin für die Magnum, glaube ich. Naja. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Fratz-Fanatik-Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt den Fratz-Fanatik-Tag. Nein. wir sind's dann am. Oh Gott, Samstag mit dem LOL-Video. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Das habe ich nämlich auch noch nicht aufgenommen. Ich bin ein bisschen scheiße. Aber wir sehen uns beim nächsten Video. Und